Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss. Und es tut mir jedes Mal leid, dass ich Valerie einfach so früh aufstehen lassen muss. Und sie ist heute launisch. Das passt eigentlich ganz gut, denn ich habe so ein bisschen was mit ihr vor heute. Wir kriegen Macaroni zum Frühstück. Na, das freut mich doch. Dann lass uns das mal holen. Hier, Ethan, unser guter Freund. Genau, bei dem wir hier übernachtet haben, der gibt gerade seiner kleinen Schwester Madeline was zu essen. Das ist aber süß. Oh, alle holen sich hier Macaroni zum Frühstück. Ich finde das ein bisschen ungewöhnliches Frühstück, aber ich möchte da jetzt ja natürlich nicht irgendwie das verurteilen. Mach das ruhig, mach das ruhig. Oh, guck mal, alle gemeinsam hier am Frühstück. Oh, wie süß das ist. Guck mal, nicht nur unsere Familie kann süß sein. Auch die hier sind sehr knuffig zusammen. Ach, das ist doch schön. Guckt euch das mal an, was für eine schöne Familienszene. Moment, ich habe gleich auch einen guten Screenshot davon. Naja, das mit dem Kind da hinten ist ein bisschen schwierig, aber doch, guck mal, ist das nicht schön? Allein noch diese tolle Aussicht. Was ich aber in diesem Haus nicht mag, das Haus stand schon hier in der Welt. Ihr habt ja auch in jedem Video von Familie Reuss habt ihr auch die Stadt zum Download als Link in der Videobeschreibung. Was ich eigenartig finde, es gibt nur dieses eine Badezimmer für diese große Familie. Oder halt generell für die ganzen Schlafzimmer. Wir haben hier kein Badezimmer, wir haben hier kein Badezimmer. Ausschließlich hier ist eins. Ich finde das ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Ich hätte zumindest hier noch eins hingepackt. Aber naja, das ist ja nicht meine Entscheidung. Und meine Sims wohnen da ja auch nicht, also kann es mir egal sein. Und jetzt ist halt die Überlegung, wollen wir sie heute schwänzen lassen? Wann ist denn der Abschlussball? Moment, das sollte ich vielleicht noch mal gucken. Ich glaube, der war am Freitag, oder? Ich glaube, der war am Freitag. Schule, Abschlussball. Genau, er findet am Veranstaltungsort Freitag statt. Da war ja was. Okay, Janni, dann können wir ja am Freitag hingehen. Wollen wir einfach heute schwänzen? Weil ich habe sowieso noch ein paar Dinge vor mit Valerie. Und vielleicht könnten wir das ja so ein bisschen machen, dass wir heute schwänzen. Dann kannst du danach vielleicht mal ein bisschen duschen. Und danach meine Sprengfalle aufstellen. Einfach um die hier alle zu ärgern, so ein bisschen. Das klingt doch gut. Und danach schauen wir mal, was wir da noch den Tag über machen können. Du möchtest heute angeln gehen. Ich würde sagen, heute ist ein guter Tag zum Angeln. Wollten wir nicht auch ein bisschen auf ein Date gehen und sowas mit den beiden? Das können wir noch machen, aber da haben wir noch genug Zeit für. Ich würde sagen, du kannst dann erstmal die Wäsche waschen. Hier in dem Raum, genau. Und dann einmal auf Toilette gehen. Und dann gehen wir erstmal ein bisschen angeln den Tag über. Das klingt doch eigentlich ganz schön. Wollen wir direkt hier hingehen zum... Ah, das sieht nicht aus, als ob wir hier noch angeln könnten. Okay. Dann gehen wir nicht hier zum Angeln. Gehen wir vielleicht mal hier ins Wasser. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Spot finden mit ein paar Fischis. Fischis. Da sind Fischis. Lass uns da mal ein bisschen angeln. Genau, das sieht doch gut aus. Und dann lassen wir Corinna halt ein bisschen ausschlafen. Die hatte ja das letzte Mal eine schöne Nacht mit ihren Freundinnen. Hat auch bemerkt, dass sie schwanger ist. Wir haben natürlich nur Saft getrunken. Deswegen ist das überhaupt kein Problem für die Schwangerschaft von Corinna. Und ihr könnt natürlich auch Namensvorschläge für unser zukünftiges Kind da lassen. Ganz lustig, bei Familie Reuss, nicht bei Familie Reuss, bei Familie Ersten Scott, haben wir auch gerade ein Kind. In Arbeit. In Arbeit, könnte man so sagen. Also das ist da ja auch gerade dabei, dass wir da gerade ein Kind bekommen, beziehungsweise ich denke mal, wenn ihr die Folge seht, sollte das Kind schon da sein. Ich nehme die Folge jetzt allerdings vorher auf. Aber es ist so ein bisschen zeitversetzt, aber ja, auf jeden Fall auch ganz spannend. Oh mein Gott, du verschwindest im Schrank, Elias. Genau, aber da würde es mich auch freuen, wenn ihr vielleicht für Corinna und Elias Reuss einen schönen Namen finden könntet. Ihr seid da ja gerne kreativ, euch da ein paar coole Namen auszudenken und dann schauen wir mal, was wir dann für einen Namen nehmen werden. Du kannst dann danach mal duschen gehen, wenn du aufgewacht bist. So, Valerie, du bist ja soweit fertig mit allem. Genau, die Fallen hast du aufgestellt. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, sind die alle gegangen? Sind wir allein hier? Hallo? Oh, es ist nur noch Justin hier, wie es scheint. Ja gut, ja, okay. Wahrscheinlich ist die Mutter des Hauses ist auf Arbeit. Die Kinder sind zur Schule.
Und wir sind hier noch allein. Es ist ein bisschen eigenartig, wenn wir jetzt hier bleiben würden, ganz ehrlich. Wäre ein bisschen sehr eigenartig. Wo ist denn eigentlich unser Stadtzentrum? Genau, gehen wir vielleicht mal zum Central Park. Ich habe nämlich ein paar Dinge vor und da drin, an denen haben wir noch gar nicht so wirklich gearbeitet. Deswegen würde ich das gerne mal so ein bisschen machen. Schauen wir mal, ob wir da heute so ein bisschen dran arbeiten können. Sorry übrigens, meine Maus ist irgendwie in letzter Zeit ein bisschen eigenartig in Sims. Also scheinbar irgendwie nur in Sims. Weil irgendwie sonst funktioniert die ja ganz gut, aber naja. Ich hoffe jedenfalls, der Sound sollte dieses Mal ein bisschen besser sein. Ich habe es wieder ein bisschen höher gestellt. Mein PC hat einfach all meine Einstellungen zurückgesetzt. Und das Schöne ist halt, dass ich die leider nicht speichern kann. Also es halt, eigentlich gibt es eine Datei, wo diese Sachen immer gespeichert werden. Und ich packe die da auch jedes Mal wieder rein, aber das bewirkt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts, irgendwie diese eine Datei zu speichern, wo eigentlich die ganzen Einstellungen drin sein müssten. Deshalb, ja. Du hast was gefangen. Sehr schön. Einen Schwertfisch. Oha. Wie gut bist du denn generell gerade im Angeln? Ah, du hast erst angefangen. Das kann auch ein bisschen dauern, bis wir die Angelfähigkeit verbessern. Naja. Schwangerschaftsbücher können wir auf jeden Fall auch noch lesen. Aber ich würde sagen, vielleicht können wir dann mit Corinna schön was frühstücken, wenn sie aufgewacht ist. Aber da lassen wir noch ein bisschen Zeit. So, du bist jetzt hier im Park. Magst du vielleicht mal hier ins Spukhaus gehen? Das fände ich ganz passend. Dann Toiletten haben wir doch bestimmt auch irgendwo. Haben wir hier keine Toiletten? Oh, okay. Wir haben hier im Park keine Toiletten. Aber müssen wir ja auch nicht unbedingt. Wir haben ja hier noch andere Grundstücke in der Nähe. Das ist ja okay. Oh Mann, aber warum muss es denn heute wieder regnen? Ist auch schlimm irgendwie, dass es jeden Tag hier nur am Regnen ist. Valerie hört, wie ein Schrei die Spukstille zerreißt. Okay. Was ist das hier eigentlich für ein Grundstück? Ach, hier wohnen Sims. Oh mein Gott. Einfach mitten in der Innenstadt wohnen hier Leute. Okay, das war's schon? Hä? Willst du da nicht reingehen? Hast du überhaupt gar kein Moodlet von bekommen? Überhaupt gar keine Sachen erlebt? Naja. Dann, oh, wir gehen mal ins. Gehen wir ins Museum oder in die Bibliothek? Ich würde sagen, wir gehen ins Museum. Aber wir sind ja schon so ein bisschen künstlerisch interessiert. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht so ein bisschen Graffiti sprühen könnten. Haben wir unser Graffiti-Dingens gar nicht mehr dabei? Oder haben wir das generell gar nicht? Ich guck mal eben zu Hause, ob wir da eins haben. Ich wollte nämlich mal so ein bisschen an unserer Straßenkunst arbeiten. Da haben wir eins. Sehr schön. Dann machen wir das so. Ich dachte jetzt so, warum haben wir denn unseren schönen Straßenkonzert nicht? Ist das ihre? Oh, spannend, wie ihr Regenschirm aussieht. Habe ich vorher auch noch gar nicht wirklich gesehen. Aber passt sehr gut hier jetzt zum Herbst, oder? Unser Regenschirm. Sieht sehr, sehr passend aus. Vielleicht nicht unbedingt ihr Outfit. Ist es nicht ein bisschen nass aktuell für so ein Outfit? Aber gut. Genau, wir wollten. Hallo, danke. Meine Güte, diese Maus. Ich weiß auch nicht, was es mit ihr auf sich hat. Wir wollten hier gehen und dann mal ein kleines Wandgemälde hierhin machen. Das war so ein bisschen meine Idee. Wir hier so ein bisschen dran arbeiten. So. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, er ist schon komplett durchnässt. Dann würde ich sagen, kannst du mal nach Hause kommen und kannst mal ein bisschen Frühstück servieren. Ich meine, wir haben zwar noch ein bisschen was, aber mach mal ein paar Waffeln vielleicht. Und du kannst derweil schon mal duschen gehen. Und dann können wir nämlich zusammen schön frühstücken hier. Und dann gönnen wir den beiden mal einen schönen Date-Tag. Ach ja, ich weiß jetzt gar nicht, in Sims 4 wird das immer so ein bisschen gesagt, wie lange die Sims wirklich schwanger sind. Oh. Oh. Wir müssen 1000 Simoleons Strafe zahlen. Ups. Wie, wir dürfen die Stadt hier nicht einfach vollsprühen. Wo ist denn der Sim überhaupt, der uns jetzt einmal. Hä, wer ist das denn? Ist Judy Fisher eine Teenagerin? Nee, ne? Ist erwachsen. Wie, wir können wir nicht einfach fortfahren?
Ich sehe den. Ah, doch, da ist er, oder? Travis Johnson. Nee, nee, ist es auch nicht. Welches Sim hat uns denn jetzt gerade davon abgehalten? Ich weiß jetzt gerade noch nicht mal, wo der Sim ist, der uns das jetzt gesagt hat. Naja, keine Ahnung. Haben wir hier die Toiletten unterteilt? Ja, haben wir. Dann kannst du da mal auf Toilette gehen, wenn du damit fertig bist. Ein Simfest. Ah, im Opernhaus. Wollen wir da vielleicht mit unseren Sims heute hingehen zum Opernhaus? Das klingt eigentlich gut. Und eigentlich wollte ich heute demonstrieren gehen, aber ja, das können wir vielleicht auch noch machen. Dann gehen wir halt im Regen demonstrieren, ist ja auch okay. So, du bist dabei, ne? Ja. Dann kannst du gerne mal hierher kommen. Oh, wie nass er immer noch ist. Der arme Elias. Hey, Straßenkunst Level 4. Na schön. Genau, und das ist hier ihr neues Outfit für die Zeit, in der sie schwanger ist. Ich finde das ganz süß. Ihre Lieblingsfarbe ist ja auch rot. Deswegen habe ich sie mal so ein bisschen rot und rosig eingekleidet. Irgendwie kriege ich keinen schönen Winkel hin. No, die Arme hat Perückenschmerzen. Ich meine, so schlimm sollte eigentlich ihr Schwangerschaftsbauch noch nicht sein, aber ich meine, sie ist schwanger, da ist es auch so verständlich, dass einfach ihr Körper da nicht so begeistert von ist. So. Keine Ahnung, was das jetzt mit dem beobachtet werden. Sie fühlt sich bespukt. Na, sehr schön. Genau, dann hol dir mal was zu essen. Du kannst dir auch mal was zu essen holen, meine Liebe. Ja. Und dann schauen wir mal. Wie sieht's denn bei dir jetzt aus? Okay, du gehst nach nebenan. Irgendwie mag ich den Regenschirm echt gerne. Aber ich gucke mal, ob ich den vielleicht doch nochmal ein bisschen umändern kann. Hat Elias eigentlich einen Regenschirm? Ja, hast du einen? Ja, okay. Wir könnten eigentlich auch mal die ganzen Goldbarren verkaufen, ne? Das könnte vielleicht auch nicht schaden. Die Sachen sind jetzt nicht so teuer, die können wir eigentlich auch behalten. Vielleicht können wir die Metalle nochmal schmelzen lassen. Das wäre ganz gut. Und ich gehe mal eben noch kurz hier hin zu Valerie. Genau, kannst du hier irgendwie wir können einen Protest ankündigen hier. Ja, dann lass uns das mal machen. Und zwar jetzt hier eigentlich. Eigentlich würde ich super gerne hier den Protest ankündigen. Können wir auch schon 14 Uhr starten? Was ist unser Anlass? Unser Anlass wäre eigentlich irgendwas Kreatives. Wir fühlen uns kreativ eingeschränkt. Gibt es sowas? Ja, eigentlich finde ich es gut, gegen die Polizei zu demonstrieren. Das klingt doch gut. Ja, lass uns das machen. So, und das ist jetzt zu früh, ne? Dann machen wir 15 Uhr, meinetwegen. Oh, wir hätten auch vor der Schule demonstrieren können. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Aber so ist auch okay. Dann lass uns nochmal ein Bodengemälde machen. Das wird doch bestimmt niemanden stören, wenn wir hier direkt vor dem Verwaltungsgebäude und Rathaus irgendwie den Boden taggen. Und wir werden quasi unsere politische Botschaft auch auf den Boden draufpacken, damit man sofort erkennt, was wir hier vorhaben. Was unser Ziel ist. So, dann würde ich sagen, ihr beiden könnt vielleicht noch mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Du kannst sie mal umarmen, massieren, ein bisschen rumschmusen. Das klingt doch gut. Genau. Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir auch Haustiere haben wollen mit den beiden.
Eigentlich würde das auch ganz gut ins Haus passen, ne? Wir haben uns erstmal jetzt kein Haustier geholt, weil ich glaube, wir wollen uns ein bisschen mehr aufeinander konzentrieren. Aber das wäre doch eigentlich auch mal gar nicht schlecht. So. Können auch zusammen noch mal ein romantisches Foto aufnehmen. Das kann man ja immer mal machen. Wobei, hatten wir nicht. Wir hatten doch auch Hochzeitsfotos voneinander gemacht, oder? Haben wir die hier aufgehängt? Ah, wir haben. Stimmt. Oh, guck mal, was für süße Hochzeitsfotos wir da gemacht haben. Hatten wir nicht auch irgendwie beim, also so offizielle Hochzeitsfotos gemacht? Beim Stand. Ja, genau hier. Standesamtfotos. Oh. Boah, das fand ich richtig cool, dass wir das gemacht haben. So, genau. Ihr beide geht dann auf ein Date. Wir schauen mal, ob wir in der Zwischenzeit vielleicht irgendwo Leute finden können, an die wir Flugblätter verteilen. Gibt es hier schon jemanden in der Nähe? Haben wir vielleicht hier im Park jemanden, an dem wir Flugblätter verteilen können? Nee, es ist leider ziemlich leer gerade. So ein bisschen der Nachteil davon. Es ist halt auch regnerisch. Das Bild passt gut, weil, ne, wir haben halt irgendwie ein Bild, vielleicht ist es irgendein Politiker in unserer Stadt und dann sagt er irgendwas und das passt eigentlich ganz gut zu unserem geplanten Protest hier. Doch, doch, finde ich gar nicht schlecht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, und danach kannst du vielleicht mal hier hingehen. Ich hätte gern irgendwie, dass wir so an einem schönen Ort stehen für den Protest. Schauen wir gleich mal. Nee, bleib ruhig hier. Du kannst ruhig fortfahren. Wird nicht sogar dieses Dingens hier platziert, wenn wir irgendwie mit dem Protest anfangen? Schauen wir gleich mal. Oh, sie würde gern was unternehmen. Na, das ist doch toll. Genau, wir wollten ja zum Simfest gehen zusammen beim Opernhaus. Das müsste ja eigentlich sogar einigermaßen in unserer Nähe sein. Ist da immer noch das Simfest? Irgendwie nicht mehr, ne? Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, dahin zu gehen, wenn da gar kein Simfest ist. Findet hier nicht heute ein Film statt oder ist das dienstags? Ah, doch, ja, guckt euch das mal an hier, Filmvorführung. Ja. Warum kann nur sie die schauen? Guck mal, wir könnten uns die Filmvorführung anschauen. Aber die beiden irgendwie nicht. Ha. Na, lass uns mal das Filmset, besuchen einfach. Tun wir mal so, als ob wir uns dann den Film anschauen würden, wenn das andere nicht geht. So, und? Kommt hier jetzt das Podest hin für. Oh, oh. Und ein Polizist kommt raus. Wo ist unser Podest für. Für den Protest? Das Podest für den Protest. Müsste das nicht eigentlich hier stattfinden? Müsste das nicht hierher kommen? Irritiert mich ein wenig. Können wir jetzt nicht protestieren? Hallo Hundi. Lola! Oh, Lola ist hier. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht ganz, warum das nicht klappt. Platzieren. Ah, okay. Okay, dann schimpfen wir mal über die Politik. Wenn wir scheinbar. Warum kriegen wir denn unser Protest nicht? Unser Podest nicht? Unser Protest-Ding sie. Das sollte doch eigentlich hierher kommen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir sind auf jeden Fall sauer und protestieren so oder so. Ob wir jetzt. Ob uns jetzt das Podest geklaut wird oder nicht. Ihr könnt uns nicht dran hindern. Vielleicht hätte ich sie halt dahin laufen lassen müssen. So wie das ja so eine Idee war. Oh, wir können auch die Eier auf das Haus eines Sims werfen. Ja. Wen mögen wir denn nicht? Wen mögen wir nicht? Vielleicht von Teenagern? Irgendjemanden, den wir nicht so mögen? Jimmy Quinn vielleicht. Vielleicht können wir bei Jimmy Quinn. Vielleicht wohnt er auch in der Nähe? Johnson. Clinton. Mal, wen kennen wir denn von den Clintons? Nina.
Ich meine, wir kennen hier eigentlich alle soweit. Evans macht wenig Sinn, weil ich glaube, das ist ja unser Bandkollege. Da macht es wenig Sinn, dass wir bei dem Eier auf die Häuser, aufs Haus werfen. Matthews. Ah, da ist die Quinn-Familie. Okay. Okay, das mit dem Protest scheint irgendwie nicht so ganz zu klappen. Naja. Okay, wir können aber jetzt hier die Eier auf das Haus werfen. Und danach wollte ich nämlich eigentlich auch zu Familie Evans gehen. Schauen wir mal, ob wir das alles noch hinbekommen. Das erste Kind bekommen. Oh mein Gott. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Das werden wir definitiv machen. Und dann dachte ich, vielleicht könnten wir mit beiden danach in die Bibliothek gehen. Wo ist die? Ach ja, die ist ja hier, ne? Die ist ja da, wo Valerie gerade ist. Genau. Dass wir dann vielleicht hierhin reisen. Hier ist ja auch direkt eine U-Bahn-Station in der Nähe. Das passt ja super. Wo ist sie? Ah, sie ist hier. Sie kommt gerade raus. Warte mal ein bisschen auf deine Ehefrau. Die ist ein bisschen langsamer aktuell. Da hast du doch bestimmt Verständnis für. So. Nämlich, dass wir mit ihr jetzt, also wir haben einen gescheiterten Protest hinter uns. Das nächste Mal machen wir das besser, auf jeden Fall. Du kriegst das bestimmt nicht mit, wie wir hier jetzt Eier auf dein Haus werfen, oder? Nein, nein, du rächst hier nur den Vorgarten. Oh, Cheryl. Cheryl, stellst du dich gerade ernsthaft in den Weg? Meinst du echt, das ist eine gute Idee, dich da so hinzustellen? Okay, was haben wir hier? Gegen die Macht angekämpft, weil wir die Eier geworfen haben. Okay. Und scheinbar hat auch einer unserer Streiche hier geklappt. Na, nicht schlecht. Ach so, einfach nur, weil wir die Eier geworfen haben. Ah, okay, das heißt, sie hat sich einfach nur darüber geärgert und deswegen war das jetzt ein erfolgreicher Streich. Na, das ist doch schön. So, wir gehen jetzt mal den Evans-Haushalt besuchen, bitte. Ich hoffe auch, er bleibt in der Zeit hier. Oh nein, sag mir nicht, er ist gerade weggefahren. Oh nein. Okay. Dann möchte ich ihn gerne einladen. Wo fährt der gerade hin? Wir gehen mal hier zu dem Hundepark. Ich sehe eigentlich sein Fahrzeug noch. Ich verfolge es gerade. Das ist da auf dem Weg. Ach so, ihr beide wollt ja in die Bibliothek gehen. Moment. Gehen wir mal zusammen hier hin. Muss immer noch dieses Auto verfolgen. Das ist doch das hier, oder? Ist da? Genau, da ist er drin. Genau, das Auto. Wir machen jetzt eine Autoverfolgungsjagd. Okay, er ist auf dem Weg dahin. Aha. Und dann? Fährst du zu dem Park hier, oder? Nee. Wo zur Hölle fährt der Kerl lang? Ach, der fährt hier hin. Zu Emerald Gardens. Ja, dann kommen wir mit hin. Warte, wir gehen Emerald Gardens auch besuchen. Vielleicht können wir da so eine Probe abhalten zusammen. Das war nämlich mein Plan, dass wir so wie eine Art kleine Bandprobe haben. Ich hätte das sonst bei ihm zu Hause gemacht. Aber können wir natürlich auch hier machen. Wo rennst du denn ganz hin, Junge? Hier, zu den Toiletten. Bist du die ganzen Wege hierher gegangen, nur um hier aufs Klo zu gehen? Ist das dein Ernst? Ich weiß ja nicht. So, wir rennen mal hier hin. Und dann. Oh, hier sind noch mehr Leute, sehe ich gerade. Eine Eigentümerin, okay. Dann lass uns vielleicht mal hier eine Jam-Session beginnen. Einfach mal so ein bisschen zu jammen. Und dann können wir ihn bestimmt einladen, oder? Können wir das? Oh, er hat kein. Ich glaube, er hat keine. Kein Band-Dingsy dabei. Dann muss ich vielleicht mal irgendwie in seine Familie rübergehen und ihm irgendwie einfach ein Instrument in die Hand drücken. Weil das ist schon ein bisschen schade, weil eigentlich ist das so ein bisschen die Idee, dass sie hier vielleicht zusammen jammen können. Naja. Weil jetzt gerade während des Dates möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt weg sein. So.
Können wir vielleicht das reinmachen? Na, no, du möchtest sie küssen. Das ist sehr süß. Können wir hier irgendwo Schwangerschaftsbücher lesen vielleicht? Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo ist eins drin. Nee, bisher nicht. Ah, sieht schlecht aus. Ist auch eine eher kleine Bibliothek, ne? Wenn wir uns das mal anschauen, da ist irgendwie hier nicht viel los. Schade. Komm, dann gehen wir lieber wohin, wo es spaßiger ist. Wir haben ja eigentlich schon einen Film quasi geschaut. Vielleicht noch was. Naja, was essen brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Aber ich hätte schon gern was Spaßiges, was wir zusammen machen können. Können wir zusammen Rollschuh laufen? Nee, haben wir gar nicht zum Rollschuh laufen. Was wäre denn cool, was wir zusammen machen könnten? Ein Schwimmbad ist jetzt eigentlich auch nicht so die beste Idee. Ich wäre halt tatsächlich zu Dingens gegangen, aber da scheint ja gerade heute nichts zu laufen. Zu dem Opernhaus. Was haben wir eigentlich hier in der Spielhalle drin? Ich gucke mir vielleicht das nochmal an. Ah, da haben wir die Bowlingbahn. Ist irgendwie auch eher langweilig. Ah, lass uns mal die Reitsportveranstaltung besuchen. Ich hätte gern mit den beiden irgendwie noch so ein bisschen Spaß. So, Chase. Das ist ein bisschen traurig, dass du hier eigentlich nix hast zum Spielen. Naja. Dann quatschen wir einfach mal so ein bisschen mit dir, ne? Tun wir mal so, als hätten wir heute eine Bandprobe. Nur, dass er seine Musik ganz so weit vergessen hat. Oh, okay. Und dann, wisst ihr, was auch cool wäre? Wir haben ja morgen den Abschlussball. Vielleicht schaffen wir es, also vielleicht können wir ja so tun, als würden die beiden tatsächlich zusammen dort kurz auftreten können. Das fände ich eigentlich ganz cool. Ich will noch mein Geheimnis verraten. Naja. Und vielleicht gucke ich mal, ob wir irgendwie auch noch einen Auftrag, also einen Bandauftritt bekommen. Das hätte ich eigentlich auch noch sehr gerne. Aber ja, ich würd gerne mit Valerie so ein bisschen an ihren ganzen Hobbys arbeiten. Und dadurch, dass wir jetzt von dem Job weg sind, dass wir den nicht mehr machen müssen, werden wir, glaube ich, auch noch mehr Zeit dafür haben. Wir haben ja dann auch das ganze Wochenende mit ihr. Und ja, ich möchte mich ein bisschen mehr auf Valerie konzentrieren, weil das Ding ist halt, wir werden mit Valerie nicht ewig spielen. Valerie wird irgendwann ausziehen, wenn sie dann erwachsen geworden ist. Und deswegen möchte ich gerne möglichst viel mit ihr noch machen, wenn sie eine Teenagerin ist. Damit wir da auch noch so ein bisschen Entwicklung haben. Also ich weiß nicht, ob wir mit Chase Freunde fürs Leben werden wollen. Irgendwie könnte ich mir das auch mit Ethan vorstellen. Aber Chase ist halt so ein bisschen... Ja, komm, lass uns Freunde fürs Leben werden. Chase ist halt so ein bisschen unser Bandkollege und unser bester Freund hier. Vielleicht auch so unser erster guter Freund, den wir hatten. Ethan ist natürlich auch ein richtig guter Freund. Und mit Rachel möchte ich mich noch mehr anfreunden und mit ihr in der Band sein. Ich meine, wir haben einen Level 1 Stern und einen Level 2 Stern mit ihm. Warum setzt du dich jetzt hin? Okay. Können wir das mal bitte lassen? Das ist ein bisschen eigenartig, warum ihr euch jetzt beide wieder auf die Bank setzt. So. Okay, dann können wir noch mal ein Geheimnis verraten. Er ist krank. Na, süß. Die beiden werden Freunde fürs Leben. So, ja, ihr habt halt echt keinen Spaß. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Warum ihr davon von all diesen ganzen Dingen keinen Spaß bekommt. Na ja, dann müssen wir halt das alte, übliche Ding machen. Was haben wir hier eigentlich drin in dem Grundstück? Lohnt es sich, da reinzugehen oder gehen wir einfach nach Hause? Nee, komm, lass uns doch vielleicht hierher gehen. Ich hab eine Idee. Oh, du möchtest ein Stofftier kaufen, süß. So. Ja, wir wollen die ganze Bar für uns haben, deswegen passt das ja. Und dann können wir uns einmal verabschieden und nach Hause gehen.
Reicht mir halt eigentlich auch. Wir haben heute den ganzen Tag die Schule geschwänzt und hat unser Bruder und seine Ehefrau und unsere Schwägerin haben es auch nicht mitbekommen, weil, ja, die waren halt auch selber beschäftigt. Okay. Dann wäre meine Idee nämlich, dass wir hier Fotos zusammen machen können. Dass wir da so reingehen können. Hier ist wirklich niemand, obwohl das ein echt cooler Club ist hier. Das ist ein echt schöner Ort. Auch die Tanzfläche, so richtig cool. So ein bisschen Dorfkneipenmäßig, aber halt auch ein bisschen größer. Also gefällt mir schon ganz gut. Siehst du dich auch noch um oder bleibst du in dem Outfit? Ja, sie zieht sich noch um. Dann lass uns mal ein Techtelmechtel haben. Das war mein Plan. Dann haben sie wenigstens auch mal Spaß hier. Wenn ihnen sonst nichts Spaß bereitet. Ich meine, was wollen wir da machen? Und am Wochenende sollten wir Valerie noch das Fahren beibringen. Das wäre gut. So, ja, du hast noch 3 Stunden, bis es dir schlecht geht. Dann kannst du mal noch ein bisschen was essen und dann ins Bett gehen. Sehr schön, ihr Wunsch hat sich erfüllt. Und dann können wir mal ein paar romantische Fotos. Ja, aber lass uns noch mal ein paar romantische Fotos machen mit den beiden. Ja, die Fotos sollten wir vielleicht lieber, ja, zerstören. Manchmal ist es nicht für das Wissen der Allgemeinheit bestimmt, was in der Fotokabine vorgeht. Elias Heuss hat den Beweis für die Abenteuer in der Fotokabine zerrissen. Ja, das ist, glaube ich, besser so. So, okay. Sie war ziemlich launisch heute, hat einige Dinge gemacht, hat protestiert, hat Straßenkunst gemacht, hat geschwänzt. Und ja, jetzt geht es uns aber auch wieder besser. Ist das immer Elias, der sich beschwert, dass er nicht sofort rauskommt, weil seine Frau zu lang braucht? Wow, Elias. Wow, einfach. Wollen wir vielleicht noch irgendwo was essen gehen, bevor wir nach Hause gehen? Ich weiß, wir sind immer ein bisschen lange mit den Sims unterwegs, aber vielleicht noch mal hier im Imbiss. Lass uns mal hier im Imbiss noch mal essen. Das wäre doch ganz gut. So, wie sieht's bei dir aus? Genau, du isst noch mal was und dann kannst du halt wirklich ab ins Bett gehen. Sie ist so müde. Ja, wir haben ja morgen nur Schule. Warum habe ich sie schon wieder so spät erst nach Hause kommen lassen? Oh Mann, sie braucht auch einfach ein besseres Bett, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube halt einfach, dieses Bett ist nicht gut genug für sie. Können wir das eigentlich verbessern? Nee, ne? Das ist ja kein elektronisches Bett. Weiß ich auch nicht. Also, es wäre ja irgendwie echt nützlich, wenn sie ein bisschen schneller Schlaf finden könnte. Haben wir denn genug Punkte? Ja, wir haben genug Punkte für den tranceartigen Schlaf. Lass uns vielleicht mal den geben. Was ist der denn? Sie den schon oder ist der teurer? Oh, der braucht 30.000? Oh, der wäre sehr nützlich gewesen für sie. Naja, dann nicht. Dann halt nicht. Kannst du eigentlich noch irgendwie was Nützliches bekommen? Irgendwie extrem kreativ oder so? Nee. Dann sparen wir mal auf das bei ihr und bei dir, Elias. Du könntest dir den tranceartigen Schlaf holen. Du könntest dir die Erbschaft holen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee, denn wir wollen ja irgendwann noch mal ein Hotel eröffnen mit den Sims. Mit Elias vor allem. Das fände ich ganz schön. Und dann wäre das doch gar nicht schlecht, wenn wir dafür vorher eine Erbschaft bekommen. Aber die brauchen wir aktuell noch nicht unbedingt. So, ist da denn ein Ding jetzt in der Nähe? Ja, dann können wir da auch so nach Hause gehen. Oh, Emma und Corinna sind nicht mehr miteinander befreundet. Lass uns mal mit dem Date hier hinfahren und dann kommen wir nach Hause. So, ja, wir wollen uns auf jeden Fall wieder mit unserer Mutter anfreunden. Definitiv. Ah, bis 9 Uhr. Naja, dann müssen wir mal schauen. Aber ich meine, sie hat gute Noten. Sie macht vielleicht nicht unbedingt immer zuverlässige Hausaufgaben, aber sie arbeitet dran. Sie ist sehr gut in die Klasse integriert, hat einige Freunde. Ich sage das jetzt irgendwie wie so, als hätte, würde ich das aus der Lehrerperspektive sagen, aber ich finde, das wirkt gut, wie sich Valerie hier so gemacht hat. Ja, heute hatte sie einen rebellischen Tag und sie hört ja auch nicht auf, rebellisch zu sein. Ich meine, das ist einer ihrer
bestimmenden Faktoren, wie sie ist und wer sie ist, da finde ich das gar nicht verkehrt, dass sie weiterhin eben halt auch rebellisch ist und dass sie halt auch gegen Sachen vorgeht, dass sie gegen Sachen protestiert und so. Ein Kinderbettchen möchtest du kaufen und nochmal ein Schwangerschaftsbuch lesen. Vielleicht wäre das was, was wir morgen machen könnten, also in der nächsten Folge, dass vielleicht Corinne, ich weiß nicht, ob ich sie Gärtnern schicken möchte. Ich glaube, es ist vielleicht echt keine gute Idee, wenn sie, solange sie schwanger ist. Sachen ernten kann sie noch, aber ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, das brauchen wir aktuell nicht machen. Kann sie vielleicht morgen noch so ein bisschen ihren Tag genießen, kann vielleicht ihr Buch weiterschreiben oder ein bisschen malen, das haben wir ja auch noch. Und dann, genau, genießt sie vielleicht mal so ein bisschen Tag, kann halt auch noch ein Schwangerschaftsbuch lesen, Elias vielleicht auch, dass wir so ein bisschen Tag zu Hause verbringen. Und wir sollten uns dann auch so langsam mal Gedanken machen, wie wir diesen Raum hier gestalten wollen, weil das hier wird das Kinderzimmer werden für unser zukünftiges Kind. Das wäre vielleicht auch ganz gut, das mal so langsam gestalten. Ja. So, wie läuft's? Okay. Seid ihr hoffentlich mal bald zu Hause. Es ist auch erst 2 Uhr nachts. Am Freitag versuche ich dann, die beiden mal ein bisschen früher ins Bett zu schicken, wenn sie eh einfach nur zu Hause bleiben. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Und dann würde ich vielleicht mal sagen, du kannst vielleicht nochmal hier auf Toilette gehen und dann mal duschen. Du kannst schon mal hierher gehen. Ich glaube, bis sie da ist, ist ja schon auf Toilette gewesen. Ja, quasi. Brauchst jetzt auch keine Hände waschen. Was machst du jetzt? Ah, okay, ich dachte jetzt schon, sie geht irgendwo hin und macht wieder irgendwas. Wobei, du kannst vielleicht schon mal entspannen hier. Ah, nee, warte mal, du kannst mal hier drüben auf Toilette gehen. Stimmt ja. Wir haben ja da noch eine Toilette. Dann kannst du mal entspannen. Und ja, dann schließe ich hier aber auch mal die Folge ab. Die beiden hatten ja ein schönes Date zusammen. Ich denke mal, das wird sich auch als schönes Date zwischen den beiden so zeigen, dass die beiden Freude dran hatten. Dass sie schöne Zeiten miteinander verbracht haben. Können ja mal die Verabredung beenden. An Verabredungen wie diese erinnert man sich mit einem Lächeln. Danke für die schöne Zeit. No. Das ist doch schön. Gut. Ja, und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Schauen wir mal, was wir das nächste Mal alles hinbekommen. Und dann habt noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.